Wollen wir uns dann weiter aufmachen Ja. zum Wasserstein am besten? War der Wasserstein unser nächstes Ziel? Ich denke schon. Schön mal wieder die Haut des Erretters zu sehen. Mein Leben ist ja schon ziemlich runter. Hast du vielleicht in letzter Zeit gegen Rieglinge gekämpft? Na toll, wenn man vom Teufel spricht, gerade 3 Stück vor mir. Riechlinge, Und nicht normale Rieglinge, sondern solche idiotischen Reiter. ach so, ah, die sind besonders fies. Ah, ich glaube, ich bin gleich schon da. Ich stehe jetzt vor dem Wasserstein. Das war ein armes Wildschweinleben. Ja, der wusste schon immer, Argonier sind einfach schrecklich. Agonia sind bissig, gemein und schrecklich. Blutrünstig auch noch. Puh, ein erbitterter Kampf. Oh, was kommt da an, hier Und, was ist es? mieser Berserker. Und, würdest du sagen, die Berserker sehen dem Techno-Viking ähnlich? Also der Techno-Viking war nicht so mutig gewesen und nur mit einem Schlüpper durch die Gegend zu laufen. Stimmt. Aber auf jeden Fall verdammt ähnlich. Da bin ich ja wirklich mal gespannt. Das war die Entdeckung des Tages, der Techno-Viking in diesem Skyrim-Video. Ja. Hast du dich dahin gebeamt oder? Nein. Ich bin über die Berge gelaufen, damit ich auf so wenige Rieglinge wie möglich treffe. Wasserstein. Also, wollen wir ihn aktivieren? Okay. Euer Tagebuch wurde aktualisiert. Reise gen Westen zu einer kleinen Insel vor der Küste und folge dem Schwimmer, das Das Wasser Wasser. des Lebens zu finden. Reise gen Westen. An der Küste. Mehr. Kann ja nicht weit sein. Eigentlich. Weil wir Mehr. sind ja schon ziemlich nah an der Küste. Ah, cool. Der Riekling hat sich selber, er tränkt sich gerade selber. Oh nee, jetzt kommt er doch. Das wäre aber auch eine Möglichkeit, sie zu besiegen. Ja. Hast du den Schwimmer schon gefunden? Ja. Also ich stehe jetzt direkt am Wasser. Dann geh mal nach Norden. Da gibt es so ein kleines Inselchen. Ach so, stimmt. Insel war ja, von der Insel war auch noch die Rede. Ja, reise gen Westen zu einer kleinen Insel vor der Küste. Da. Und folge dem Schwimmer, das Wasser des Lebens zu finden. Oh, du musst ja bei dieser Eiseskälte darüber schwimmen? Ja. Na, so kalt ist auch nicht. Meinem Charakter hat das aber auch nichts ausgemacht. Ich Der fand glaube. das nur ein bisschen erfrischend. Ja, naja, Nordpelle halt. Okay, der Schwimmer. Ja. Uah, dem muss ich jetzt durch die kalte Wasser folgen? Ja. Also mein Kannibal, der bibbert ganz schön. Immerhin kann er unter Wasser atmen. Apropos. Ich sollte mal endlich mal diesen Zauber aktivieren. Zauberwasseratmung. Aber nur 120 Sekunden. Aber besser. Besser als mein Nord, der gar nicht unter Wasser atmen kann. Jetzt wird geschwommen. Geschwommen. Da friert glatt einem der Argonierschwanz ab. Bin gespannt, wo der so hintaucht. Der schwimmt doch bestimmt zu irgendeiner Unterwasserhöhle. Da unten auf dem Meeresgrund liegt auch ein Schwimmer. Ja. Den müssen wir bestimmt retten. Oder? Und deswegen schwimmen wir ein paar Mal darum, ne? Stimmt. Schwimmt der dann vorbei, oder? Ja, der schwimmt dran vorbei an dem Vieh. Alter, ich hab hier einen Grog. Was ist denn ein Krog? Diesen kalten Gewässern. Was ist denn ein Krog? Ein oder Trög, weil die mit ihrem, Ah, ach so, echt? ja. Mein Tagebuch sagt mir,
Der Schwimmer führte mich zu dem Eingang einer Unterwasserhöhle. Na, wer sagt's denn? Bist du auch schon da? Ja, ich bin auch gerade angekommen. Okay, dann werde ich mal reinschwimmen. Bist du schon drinnen? Nee, mein Lord schwimmt so langsam. Also. Tja. Der ist noch am Tauchen. Ein weiterer Agonia-Vorteil. So, jetzt bin ich drin. In der Stahlmannschlucht. Mach dich mal fast auf eine lange Tauchaktion. Weil hier geht's einen ellenlangen Gang lang. Wieso können Nord nicht unter Wasser atmen? Schrecklich. Uah, werde gleich angegriffen hier. Na. Das miese Skelett. Der hat Habe mich. ich auch gerade getroffen. Ich war so kalt und blau angelaufen, dass ich überhaupt kaum reagieren konnte. Wasser des Lebens. Und noch ein bisschen mehr. Trank der Wasseratmung. Gar nicht mal so schlecht. Verfeinerter Trank der Flossen. Auch nicht schlecht. Wozu sollen die da sein? So, aber mit dem Skelett muss. Zurückschwimmen, vielleicht. Ah. Tagebuch. Schließlich nach vielen gefährlichen Strapazen konnte ich das Wasser des Lebens bergen. Ich sollte damit zum Wasserstein zurückkehren. Naja, also ich sag mal, also war schon verdammt kalt, aber viele gefährliche Strapazen war es eigentlich auch nicht. Dafür habe ich jetzt ein nordisches Silberclaimer. Naja, kann man verkaufen. Oh. Okay. Ehre dieses Stück Nordkunst. Naja, da muss mir schon ein bisschen mehr geboten werden. So, und dann werde ich mal zurückschwimmen. Wasseratmung einschalten. Ey, aber den Tauchgang haben sie cool gemacht irgendwie. Der windet sich so. Man weiß ja nicht mehr, wo oben und unten ist. Boah, kalter Schneesturm. Ach, bei dir auch. Ja. So, dann mal gleich zurück paddeln hier. Tja, die Küste wird wohl nicht hochkommen. Argonia halt. Ja, das ist hier eine richtige Steilküste. Oh, jetzt muss ich erstmal die Küste lang schwimmen. Ich muss erstmal die Küste wenden. Du musst nach Osten schwimmen, schnurstracks. Nee, ich schwimme lieber erst zur kleinen Insel zurück, wo wir den Horker getroffen haben. Wieso, warum das? Also, Ist doch viel erfrischender. die kleine Insel, die würde ich garantiert nicht finden. Gut, ich habe Sekunden. Echt, ja? Ja. Bin jetzt an der Küste. Okay, ich müsste. Ah, und was ist? Solstheim. Solstheim. Wirkaltgipfel. Scheint irgendeine Rolle zu spielen. Wo bist du bloß wieder? Nein, nicht weit eigentlich. Argonier haben anscheinend auch keinen Orientierungssinn. Nee. Ach, da ist er. Ich hab ihn. Ich bin, war jetzt Ach, du meinst praktisch. nicht kalt Gipfel. Ja. Also bist du da? Ja. Gut, Ich dann stehe. können wir fortfahren. Ja. Okay. Er leuchtet mit. Grünen Bläschen. Genau. Die anderen haben nicht mit so einem Bläschen. Ah, Ich das. habe das Ritual des Geschenks des Wassers abgeschlossen. Also, dann können wir uns ja den nächsten Stein vornehmen. Dann ist jetzt dran, Anmelde. Der Erdstein wäre dann dran. Genau, Erdstein.